Hallöchen. Hallöchen, damit willkommen zurück zu City Skylines. Wunderbar. Guck mal, ein Flugzeug, wo fährt das denn hin? Ach, das fliegt weg. Nach Las Vegas, guck mal. Jo, und damit herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Wir haben noch ein bisschen was an Aufgaben offen. Gleich mal eine optimale Überleitung hier. Optimale. Oh, das hast du noch gar nicht fett ausgewiesen. Ja, meine ich ja. Und dann müssen wir noch so ein bisschen öffentlicher Personennahverkehr hin und dann war es das eigentlich auch schon. Boah, wir haben heute wieder viel zu gehaltvoll gegessen. Was? Auf dem Weihnachtsmarkt gehaltvoll essen? Super Folgeneinstieg. Langosch ist doch vollkommen... Gut, dass Linsen nicht so fett sind. Ja, Linsen haben wir leider gerade heute nicht, ne? Ja, aber morgen. Das ist korrekt, wahrscheinlich. Wenn ich immer spontan mal wieder Nein. Aber Linsen sind eigentlich echt gut. Ich mag Linsen. Mögt ihr auch Linsen? Schreibt's mal in die... Nein. Bitte mit sowas fangen wir nicht an. So, das ist ganz wichtig. Ja, nee, sorry. Also irgendwo musst du auch gucken, dass du hier, ne? Da Fußwege hin zimmerst und so. Also ich kann das nicht verstehen, dass du da überall Fußwege haben wollen. Immer diese diese blöden Leute, ey. Die sollen die wenigstens in meinen Shoppie einkaufen. Genau, vor allem die... Vor allem, weil die Shoppie sagen, ne? Und vor allem, weil die auch dort sich hinbauen, wo ich Gebiete ausgewiesen habe. Was fällt denen ein? Ja, also die Shoppies haben doch hier die Hoheit, ja? Ja, auf jeden Fall. Hier, nein, hier Hoheit der Wirtschaft. Nein, wir kriegen da niemanden in den Arsch, ja? Nein, habe ich nicht vor. Oh, die Fußwege vom Kreisel sind nicht unbedingt angebunden. Nicht gut. Gar oben nicht gut. Die Fälle zu steil. Sorry. Entfernung zu gering. Ich kann natürlich keinen Millimeterweg bauen. Nein. Gut, kann nee, ich. Dann lohnt sich's nicht. Ja, eben, genau. Das lohnt sich für dich nicht. Ich will aber... Nein, das lohnt sich für dich nicht. Aber das ist also... Nein, das lohnt sich für dich nicht. Okay. So in etwa komme ich mir tatsächlich vor, ja. Da brauchen die ja eigentlich so als... Ja. Ja. Guck mal, da können die da so ein bisschen aufpassen beim Rüberlaufen. Ja gut, es gibt ja immer solche Trennteile, solche... Das ist ja von dem her nicht ganz so... Unrealistik. Jetzt bin ich mal gespannt, ob echt jemand hinziehen will. Wir haben ja ordentlich Nachfrage. Unreal Engineistik. Ja. Super Engine für Simulationsspiele. Super. Gut geeignet. Ist ja auch so kalt. Nein, mir ist an den Füßen ein bisschen, ja. Passt denn da ein Weg durch? Ein WECH. Ein Weg. Ein WCH? Ja, ein Herren-WC. So. Sag mal, müsste an der Herrenstraße da nicht auch ein Herren-WC stehen? Bestimmt, mindestens. Mindestens eins. Mindestens, so. So. Ist das nicht schön? Ach, wunderschön. Und die Leute. Okay, das ist ein bisschen hier mit dem Das war schon laut, gut, dass ne? du da Büro hattest. Hab ich mir auch gerade gedacht. Ach, Herr Josch. Ja, super Let's Play auch. Och, und vor allem der Josh, auch der macht so eine tolle Idee. Und der lässt sich auch nie ablenken, ne? Und wir müssen noch irgendwie einen Fahrer bauen. Oh ja. Müssen wir tatsächlich noch, das ist jetzt nicht mal mein Witz. Du musst aufpassen, da oben kommen wieder Shoppies. Danke. Da auch, das nee, ist auch das schon. Ist das Platz. Da können Bäume dazwischen. Okay. Wir haben schon lange keine Bäume mehr gebaut. Das fehlt im Let's Play so ein bisschen. Stimmt. Die Joschenbäume. Wenn irgendwas nicht fehlt, sind es Bäume und ÖPNV, würde ich sagen. So. Da kommen sonst eh Leute hin. Sagen wir mal hier so ein bisschen. Mach doch einfach überall Bäume hin. Die werden sich da doch eh hinpflanzen. Ja, das kostet alles Kohle. Ja, mein Gott, du hast es doch. Nein. Du hast fucking 18.000. Ich muss übrigens hier noch so einen Laufweg außen hinbauen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ich will Bäume sehen. Wir wollen Mach dieses die Bäume Let's Play sehen. Grüner. So ein bisschen. Nachbarschaftsbäume. So, und jetzt noch große Bäume. Das kostet aber viel Geld. Ja, mein Gott. Wir tun was für die Umwelt. Grün. Die und Umwelt so. Und die Leute. Achso, da sollte ich vielleicht hier wirklich ein bisschen, ne? Ja. Das Wehr hat sich irgendwo, hat sich das mal bewährt, habe ich mal gehört. So.
Oder es hat sich gewehrt. Das kann natürlich auch sein. Ich will da nicht hin, Josh. Josh, das sind Schienen. Ich will da nicht sein. Ich bin ein Baum in freier Natur. Sorry, ist alles in Ordnung mit mir, wirklich. Es ist, Wenn ihr wüsstet, ey, was ich da alles mitmachen muss manchmal. Was? Mit mir? Nein. So. Guck mal, da kommt wieder so ein fancy, hat doch über super funktioniert, oder? Ja. Das können wir auch direkt dann da drüben da, anbinden. Da, wo jetzt diese Häuser nicht mehr stehen, weil du sie weggemacht hast. Mit deinem tollen Fluss. Da waren keine Häuser. Oben doch, da waren Büros. Mimimi. Guck mal, da könnt ihr auch direkt darüber laufen. Du hast gerade Büros weggekickt. Das ist egal. Da oben, siehst du das? Es ist mir fucking egal. Das werden wir gleich sehen. Guck mal, die Leute hier, die freuen sich über Fußwege. Ja, so, und das ist... Ich zeig dir gleich, was ich meine. Ja, ja. Da wollen wir wissen, ob du noch genauso denkst. Mimimi. Guck mal, jetzt bin ich schon voll nervös. Nervös. Wie zu Weihnachten. Wieso zu Weihnachten? Keine Ahnung, es ist bestimmt schon Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Echt? Keine Ahnung. Schönen Advent euch. Prosit Neujahr. Prostern. Ja, was gibt es noch? Alles Gute zum Geburtstag. Das könnte sogar wirklich sein, dass jemand Geburtstag hat. Guck mal, hier hast du ganz viele Leute verjagt. Schöne Pfingsten. Guck mal, da hast du ganz viele Leute verjagt. Mimimi. Mi, mi. Weißt du was? I don't care. Ich fege nicht. Und hier wirst du noch mehr Leute verjagen, wenn du den Weg da so weiterzimmerst. Mach ich aber nicht. Sagt dir schon wieder, war ein Haus weg. Das sind keine Häuser, das sind nur potenzielle Häuser. Das sind Bürohengste. Mir egal, was die sind. Das Bürostuten oder Bürohengste sind, das ist mir Käsekuchen wie, bei Käsekuchen mir prinzipiell schon mal nicht egal ist, wobei heute schon. Habe keinen Bock auf Käsekuchen. Da kann man so ein bisschen mal kleiner werden, ne? Was ist denn für die Leute, die hier... Ich hätte so Bock auf Spekulatiuscreme. Ja, das machen wir ja. Nee, machen wir nicht. Ja, nicht. Was haben wir dann Weihnachten? Ja, nee, wir haben ja Raclette Day am... Ja, aber Weihnachten ist ja trotzdem. Achso, willst du gar kein Weihnachtsessen machen? Ja, haben wir doch gar keine Zeit für. Wir haben ja keine Zeit. Okay. Ich kann fürs Raclette als Nachtisch noch. Da hängt übrigens nie jemand ein, das heißt, ich kann es mir schon mal den Müll hier wegmachen. Aber ich finde das ein schönes Plein eigentlich so den vom... Nimble. Ich finde den schön. ÖPNV, Schatz. Bus. Okay. Ja. Ja, da wo du die Baumstraßen durch hast, da kann ein Bus genau langfahren. Nicht schön, aber selten. Nee, selten eigentlich auch nicht. Ich dachte, der Bus kommt selten. Jetzt sagen wir nehmen einen Bus, oder? Machen wir genau einen. Also mach dir jetzt nicht gleich wieder dein ganzes Konzept kaputt, indem du rumalberst, ja? Hm. Heißt gar nicht Albert. Ich kenne jemanden, der Albert heißt. Ich auch. Echt? Ja. Ach. Also nicht persönlich, aber ich kenne jemanden, der Albert heißt. Hä, hey, den kennst du auch. Wer? Ein ehemaliger Lehrer. Nee, kenn ich nicht. Hä, hey, natürlich kennst du den. Physik. Ach so, ja, hey, doch, natürlich. Stimmt. Weil das stimmt. Nicht zwei Teile im Bus, oder? Ja, doch schon eigentlich, ne? Ja, ja. Lange Linien hasst City Skylines. Nicht grundlos, muss ich sagen. Ich bin so hässlich. So grässlich hässlich. Ich bin City Skylines. Oh. Ist ein bisschen... Ja, so. It's... Hm. Ja, du hast halt da hinten, hinter der Ausfahrt angefangen. Ja, da, nee, nee, da habe ich halt den verboten, dahin zu fahren, dahin abzubiegen. Ach so. Ja, aber selbst da würde es nicht gehen, weil... Ach komm, da können wir hier nochmal... Hajo, hau rein. Na ja, so ein Kreisverkehr schön. Ach, ist das schön. Was nehmen wir mal Schönes? Meldetypen. Ach so, ist Tee gemacht, stimmt. Ich bin mir für einen D3S Volga-Bus, ehrlich gesagt. Ein Kräutertee mit Zitrone und Honig. 6, 7, 8. So, und eine neue, eins neue Buslinie. Die fährt dann. Die muss dann nach links abbiegen. Genau. Und dann auf der Baumstraße fahren. Und am Ende der Baumstraße steht ein Haus am See. Ehrlich gesagt, würde ich die gerne... Doch nicht die Baumstraße, sondern die kleinen Wege wieder fahren lassen. Nee, da ist auch kurz Baumstraße. Nein.
Doch, das ist Baumstraße. Nein. Das ist Hauptstraße. Das ist Baumstraße. Ja, ich habe auch nicht Baum, Hauptstraße gemacht. Okay. Und am Ende der Straße steht ein Haus am Bü. Orangenbü-Blätter liegen auf dem Weg. So. Soll der denn auch hier lang fahren oder nicht? Nee. Er muss aber hier lang. Ja, dann. Ja, wobei, der kann ja zu dem anderen anschließen. Ja. Macht er das dann auch? Nö. Ja, der ist ja voll sinnlos dann, gell? Der muss eigentlich schon anschließen. Dann kriegt er da auch seinen Anschluss. Ja, was willst du machen? Oranienbaumblätter liegen auf dem Weg. Gute Linie. Ich würde gerne die da vielleicht nochmal... Ach, wobei, die können da ja auch umsteigen. Ja, da machen wir, würde ich sagen, was haben wir denn da für Schönes mal in der Busauswahl? Was hättest du denn gerne? Keine Ahnung, was zu Gladys passt. Oder Gladys, oder wie sie heißt. Ja, Citea. Zu Gladys? Ja, passt also nicht Citea. Nein, da brauchst du einen starken Bus. Die machen doch nur die Scania besten, City die Creme White. De la Creme. Und 10 Citeas. Citeas sind scheiße. Ich meine, die gute Busse, sehr gute Busse. Okay, da brauchen wir nämlich ein paar. Du okay. Bist ein guter Bus. Ja, das passt eigentlich. Voll in der ich habe voll kalte Füße. Ist egal. Gut, das läuft jetzt nebenher. Ich kann dir kurz Socken holen gehen im Kleiderschrank. Ist schon okay. Wir haben doch einen Kleiderschrank. Wir leben im Kleiderschrank. Oh, Knampf. So eine Scheiße. So, dann müssen wir uns ein bisschen schauen, dass der halt hier, das ist jetzt ein bisschen doof geworden, weil sich die hier dann halt stauen, ne? Die stauen sich sehr lange. Das heißt, das sollten wir ja eigentlich umbauen, auch auf unser... Dankeschön für die Socken. Das sollten wir eigentlich auch umbauen auf unser Dingskonzept, damit das hier nicht so ganz so schlimm wird. Ich muss mal ganz kurz die Zeit ein wenig überquatschen, weil die stauen sich dann hier natürlich ein bisschen länger. Ja, eigentlich müsste man diese Ausfahrt dann echt darauf ummodeln, dass die Züge immer halt rechts rum abfahren, damit sich sowas halt nicht wieder bildet, weil sowas ist halt echt schäbig. Jetzt löst das da wieder, ne? Das ist jetzt halt nur ein bisschen kurz. Boah, jetzt hat er schon wieder blockiert. Oh ja, ich bin gerade mit meinem, mit dem Arm wieder an eine Lehne gekommen. Ach, mit dem Arm, ja. I know this arm. Hier ist very arm dran. Besser am dran als am Arm. Ja, es ist ja. Oh, that was a joke, haha. So, also hier ist echt ein Arsch voll Züge, ne? Aber das löst sich ja wieder gleich. Vielleicht sollte ich doch mal zum Arzt gehen. Ja, das wird nach ein paar Tagen wieder besser, bestimmt. Oder ich schmier es einfach doch mal mit Voltaren ein. So. Also, das hier löst sich. Haben wir noch irgendwo Zugstau? Nur mal ganz kurz so eine. Kleine Probe, wie so eine Kalkwasserprobe. So, hier noch nicht, obwohl es hier echt schlimm aussieht, muss ich sagen. Zugstauprobe ist immer eine ganz gute Angelegenheit, weil sowas halt tatsächlich öfters mal auftreten kann. Im Laufe der Zeit, meine Damen und Herren. Selbst hier läuft das einigermaßen. Ja, ne, dann haben wir das eigentlich nur hier, aber da löst sich das dann langsam. Ja, das löst sich. Da hat sich bestimmt wieder einer verbuggt. Ja, hat er sich auch. Aber wer? Ja, das ist auch echt dermaßen dämlich. Dieses Dreieck. Das habe ich zwar nicht selber gebaut, aber das ist dermaßen dämlich. Dann lass dämlich. Uns doch optimieren. Ja, das habe ich keinen Bock drauf, ne? Ja, aber es wäre wichtig, bevor du in 10 Aufnahmen wieder... Ja, rumrage deswegen, gell? Aber das ist halt echt selten dämlich, dass die City Skylines Map Bauer so eine Scheiße... Guck mal, da hinten geht's gerade fröhlich weiter. Nee, das ist ja alles der Rückstau, mehr ist das ja nicht. Ach so. Das ist nur der Rückstau, guck mal. Ja, aber das ist auch scheiße, das da. Das ist aber okay. Nein, das ist scheiße.
Das ist tatsächlich okay. Nein, das ist scheiße, ja, von links aufzufahren. Nee, es ist nicht scheiße. Das ist scheiße. Ein Dreieck, wo die Züge nicht reinpassen. Von links auf eine Schiene auffahren, ist das auch ist scheiße. Aber, es geht. Noch schlimmer ist Dreiecke, wo die Züge nicht reinpassen. Das ist richtig schlimm. Das wird man, wenn die sich hier so ein bisschen weggefahren haben, eigentlich mal optimieren. Wo haben die sich denn gerade gestaut? Ich hab's schon übersehen. Hier, gell? Nee. Hä, wo war denn das? Nein, es war weiter. Hier haben die sich gestaut. Ja. Das ist auch so mittelmäßig optimal, weil die hier von da nach da auffahren, aber... Soll mir noch einer sagen, das Ding wird nicht genutzt, ne? Ja, das ist halt neu. Ja, hier ist halt echt ein Ticken... Ein Ticken viel. Ja, man könnte jetzt natürlich hier ein bisschen was abreißen. Also heute ist wieder deine Güterzugoptimierung, das ist immer so ein bisschen langweilig. Ist doch nicht schlimm, Mensch. Ich find's langweilig. Ja, aber es gehört genauso dazu wie ÖPNV. Ja, aber ÖPNV ist spannend. Oh, das ist quasi Güter-ÖPNV. Ja. Güter, öffentlicher Personennahverkehr, ja. ÖGV. Öffentlicher Güterverkehr. ÖGNV, öffentlicher Güternahverkehr. Ich hätte wirklich der Fernverkehr, ehrlich gesagt. Egal. Innerhalb einer Stadt ist es Nahverkehr. Ja, aber das ist auch international. Machst du jetzt noch eine Schnellstrecke dran? Ja, dann können die da lang. Dann kommt der Mist hier weg. So? Nee, der muss in eine Richtung sein. Das muss dann... So. Sehen, wie es läuft, sie ist Problem. Geil, oder? Mhm. Dann fahren entweder links oder rechts, das einspurig ist. Das Problem ist, auch was links passiert abbiegen. Jetzt, wenn man, funktioniert auf jeden Ach, Fall. Ach, von der Richtung kommst du aber nicht mehr nach links. Doch, da. Und nach rechts? Ja. Da fährst du über das Dreieck. Hä, das ist sowieso nicht, ja. Da kommst du sowieso nie dahin. Okay. Okay, das läuft wieder. Das ist okay, dann hatten wir da nochmal... Das muss ich jetzt noch rückstauen. Genau, das muss ich einfach nur end. Dann hatten wir noch diesen anderen hässlichen Knoten, den ich wegmachen wollte. Gut, das ist einfach nur viel. Es ist halt selten dämlich. Wobei das jetzt auch langsam echt funktioniert tatsächlich. Es ist einfach nur ein wenig dämlich. Ja, dann machen wir es doch anders doch. Da passt halt leider halt nicht hin. Ne? Wir müssen das ein bisschen größer machen. Ich die Züge gerade nicht wegmachen. So, jetzt, wenn der da... Ja, das ist schon sehr dämlich. Dann kommt noch einer. Ja, guck mal, deswegen ist es halt dermaßen ineffektiv. Das ist einfach nicht... Und dann kommt noch einer. Ja, okay. Ich habe schon gemerkt, was du mir mitteilen möchtest. So. Also prinzipiell brauchen wir, was ich voll hätte da lassen können, ist einfach eine Schiene von A nach B. Die hätte ich eigentlich da lassen können. Die läuft im Prinzip halt einfach von hier nach da. Das ist nichts Kompliziertes. Jetzt müssen wir von da nach da kommen. Das wäre einmal rechts abbiegen. Diese hässlichen geraden Schienen. Ich hasse gerade Schienen. So. Jetzt kommen wir von da nach da. Von da nach da kommen wir da. Ist angebunden. Von da nach da, von da nach da. Von da nach... Zum Güterbahnhof kommen wir von da nach da nicht. Das heißt, wir nehmen die hier, machen daraus... Eine Auffahrt. Einmal eine Fahrt in Richtung... So, und einmal eine Fahrt in Richtung... Da musst von du rechts, aber, ja. Genau. I see. So. Von da nach... Also von da nach da, von da nach da. Von da nach da, von... Da nach dort. Von da nach da, von da nach geradeaus. Geil, fertig. Hast du sogar den Zug überhaupt nicht verloren? Nein, der eine ist gerade nicht despawned. Aber nur einer, keine fünf. Ja. Das läuft schon. Guck mal, das ist super. Das ist sehr, sehr geil. Ist geil. Guck mal, jetzt sehen wir das neue Konzept vor allen Dingen. Sehr, sehr geiles Konzept. Ja, dann haben wir heute ja voll um viele Sachen gekümmert. Ja.
Ja gut, aber es ist ja wichtig. Es ist ja wichtig für die Leute. Da oben ist immer noch ein bisschen Stau. Naja, die müssen sich jetzt einfach entstauen. Wenn du kurz die Straße frei machst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass das hier alles... Kommen da Leute hin? Ja. Kommen da Leute hin? Ja. Jo, ne, dann haben wir eigentlich ein bisschen was geschafft. Hier ist sehr viel Post. Das ist aber auch okay. Das heißt, die fahren dann hier rein. Das ist unsere neue... Oh, haben wir genug Postämter gebaut in den neuen Gebieten? Naja, ich habe tatsächlich letztes Mal ein bisschen nachgebaut. Ja, aber hier brauchen wir noch... Hier haben wir jetzt eigentlich ein bisschen was, aber halt tatsächlich ein Dicken zu wenig. Da machen wir hier nochmal eine hin, ne? Und da unten in die Spitze nochmal. Oder machen wir da nochmal. Ja, genau. Spitze finde ich schwierig, weil das schlecht zu distributieren ist. Käsekuchen. Ja, da ist keine Schiene, weil die da nicht hingeht geradeaus. Ah. So, I just have to downgrade it. Ja. Sehr geil. Wunderschön. Ja, guck mal, sind das nicht schöne Raupis? Sehr, sehr geile Raupis übrigens. Wir haben immer so 30 Leute im Raupi dahin und dann... Oh, du wolltest noch eine Straßenbahn bauen, zusätzlich zum Bus. Ja, guck mal, da kommen Busse. Okay. Das ist unser neuer komischer Volga-Bus hier. Was wollte ich bauen? Hast du nicht gesagt, du willst in der Mitte eine Straßenbahn langzimmern? Nee, ich habe jetzt eingelassen. Ja, guck mal, mit den Bussen, das ist schon, da fährt keiner mit, aber das ist okay. Guck mal, wie viele Solarplatten die haben. Ist das nicht schön? Ja. Oh, guck mal, das ist geil. Wie sieht es hier mit der anderen Linie aus? Da will echt gar keiner mitfahren. Hm. Gut, der ist auch echt ineffektiv gelegt, aber wir haben durch die Wege tatsächlich die Möglichkeit geschaffen, dass es denen nicht so schlecht geht. So ein Ökohaus, können wir uns mal bitte so ein Ökohaus von oben angucken? Geil, gell? Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich habe das jetzt extra gelassen. Na, ich finde das zum Beispiel, das mit der Grünfläche zum Beispiel cool. Genau, dass du oben grün hast oder dass du oben so eine Solarfläche. Ich finde das so geil, dass es so unterschiedliche Häuser vor allem gibt. Ja, sehr, sehr geil. Sie nicht alle gleich aussehen. Ach, was ich aber gerne machen würde, kommt zum Ende der Folge. So ein bisschen ja? Spaß. Spaß? Also zum einmal ganz kurz. Schauen, dass sich es nirgendwo staut. Nee, Speichi ist not fun. Speichi. Speichi. Gut, dass es denn in der Schaufel? Ja, die Schaufel. Boah, wir haben auch keinen wieder. Mangel mehr, Tofi. Ja, guck mal, das läuft hier wieder. Achso, wir wollten noch ganz kurz... Komm, jetzt mal kurz gegen... dass wir hier noch so ein bisschen Ölindustrie-Gebäude bauen. Ja, ja. Wir haben jetzt große Ölpumpen. Wir haben jetzt große Bohrtürme. Die fördern halt Öl. Ich will das jetzt irgendwie auch nicht so schön machen. Also ich habe es irgendwie... Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt schön hinkriege. So. Ein paar Bohrtürme. Sehr, sehr geil. Kannst du jetzt nicht auch langsam einzigartige Fabriken? Habe ich schon eine gebaut. Und die wäre? So, Altölraffinerie, Petrochemiefabrik, Ölschleimpyrolyseanlage. Lager, Lager, Lager. Mr. Lager, Lager. So. Und zwar, I can show you. It is located, Petrochemie, was nee, macht die? Genau, die macht zu Plastik. Mhm. Finde ich auch nicht so geil. Dann haben wir einmal halt zu... Kann das, man das nicht auch einstellen? Erdöl? Nee. Dann haben wir einmal zu Erdöl. Und dann haben wir irgendwo eine Fabrik da. Tupperware-Fabrik, die produziert Plastikprodukte. Mhm. Da oben hast du, glaube ich, noch einen Strom nicht angeschlossen. Nö. Okay. So, ganz kurz zum Ende der Folge. Wir haben jetzt noch 3-4 Minuten. Ich würde gerne jetzt einen Touristen verfolgen, der entweder hier oder eigentlich besser noch hier drüben ankommt, per Schiff. Und kann gucken, wo der hin will. Die Müllmonumente bauen? Ja, können wir eigentlich machen. Jetzt warte ich mal, bis hier ein Tourist ankommt. Wollen wir den da einverfolgen oder nicht? Können wir machen. Oder was Spannendes? Ja, mach mal. Kathedrale des Wohlstandes. Wie der da hinkommt, wird mich auch echt. Oder nicht? Was Cooles. Doch, nehmen wir den. Nehmen wir den. So, wie der da hinkommt. So, was macht der Schönes? Lass einfach mal so ein Tourist verfolgen, weil das ist nämlich das Coole in City Skylines. Jeder. Wenn der jedes jetzt das Individuum. Alles läuft, ey.
Nee, nee, jedes Individuum hat ja quasi seinen eigenen Weg und sein eigenes Ziel. Und daher finde ich es eigentlich eine ganz coole Sache, das Ganze mal... läuft das jetzt alles, Jochen? Nee, läuft zur U-Bahn. Okay. Dass jemand mal, ich will mal gerne mal sehen, dass jemand unsere Ringlinien nutzt, weil ich finde die Ringlinien echt cool. So, jetzt geht er hier an der U-Bahn. Jetzt wartet er an der U-Bahn. Wo ist denn die U-Bahn-Haltestelle? Da. Okay, jetzt wartet er auf den Zug. Jetzt bin ich mal gespannt. Der fährt wahrscheinlich in diese Richtung, oder? Eine Kathedrale des Wohlstands. Wie würde ich fahren? Mit der U-Bahn bis zum Zug und dann vom Zug zur Straßenbahn. Irgendwie mal gucken. Ich finde es echt eine ganz spannende Angelegenheit, sich das mal irgendwie so die Wege der Menschen mal anzuschauen tatsächlich. Genau, jetzt ist er hier eingestiegen. Jetzt steht er nämlich reist nach. Und jetzt fährt er mit der U-Bahn. Guck, mit dem Zug will echt keiner fahren. Da kann man kurz einen Schluck trinken genehmigen. Das ist eine gute Idee. Erstmal die Flasche auf den Tisch hauen. Da schnimmt schon alles auseinander. So, er fährt aber gar nicht weit, oder? Nee, die U-Bahn hält einfach nur an. Ach so. Boah, so. Ist die Arsch langsam. Ey, das ist schon voll schnell. Überleg, du fährst mit dem Bus lang. Dann bist du übermorgen noch in der blöden Bar, in dem blöden Bus. Also die U-Bahn geht eigentlich schon ab. Einigermaßen. Ja, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die überall hält. Okay, sie ist nicht wirklich die schnellste. Also aber U-Bahn ist schon muss okay. Halten? Ja. So, swoosh. Der hält ja echt überall, gell? Wie kann man den Haltestellen? Das ist ja abartig. Also mit dem Zug wäre er schneller dran gewesen. Er hält nicht so oft. Man fährt echt keiner mit dem Zug. Guck mal, hier geht er voll ab, die U-Bahn. Der Erdbeerhügel. Ja, der geile, geile Erdbeerhügel. Sehr, sehr geil. Aber ich fand das mal ein ganz schönes Experiment, ehrlich gesagt. Oh, lass mal Erdbeeren pflücken gehen nächstes Jahr. Ich wollte gerade sagen, lass mal jetzt Erdbeeren pflücken gehen. So, jetzt läuft er hier raus. Ja. Mit dem Wulst an Menschen. Und läuft wahrscheinlich, ich vermute mal... Gerade aus dem Zug und verpasst seinen Zug. Zug oder Straßenbahn. Verpasst jetzt seinen Zug. Zug oder Straßenbahn, was sagen wir? Zug und den hat er gerade verpasst. Nee, der wird... Hä, warum will der hier hin? Warum will der in diese Richtung fahren? That makes no fucking sense. Ja, weil er sense. Seinen Zug jetzt verpasst hat. Dann macht er eine Rundfahrt. Wo fährt der hin? Kathedrale des Wohlstandes. Hey, der fährt aber vorne in die falsche Richtung, gell? Egal. Wir verfolgen ihn. Du hast gesagt, wir verfolgen ihn. Ja, natürlich. Das interessiert mich auch, wo er hinfährt. Also ich wäre jetzt in der anderen Richtung gefahren. Und dann umgestiegen in der einen Haltestelle. Das Dreieck, das war ja auch suboptimal. Ey, das ist okay. Nein, weil man nicht von links auf eine Kreuzung auffährt in dem Fall. Ja, da fahren dann nur quasi Fahrplanzüge. Guck mal, der hier heizt. Also irgendwas haben willst, wo du schnell vorwärts kommst, also diesen Zug hier. Dann fährt er mit dem Monorail oder was? Touritown Bahnhofsviertel. Geil, gell? Unsere Stadt ein bisschen kennenzulernen, der bleibt sitzen. Jo. Ist der dumm? Nö. Boah, er macht eine Rundreise. Ist der dumm? Hier fährt nochmal zurück. Sei der ist dumm. Ja, nein, der hat seinen Zug verpasst. Der hat Alter, genau da gewusst, wäre noch mindestens zwei Züge zwischendrin gekommen. Ist egal. Er hat einfach Bock am Zug fahren, oder? Ja. Der Tyler Roberts. Da wollen unsere coolen Stadtbahnen hier mal austesten. Gut, der hätte ein bisschen smoother sein können, damit er ein bisschen schneller heizen kann, aber ich finde, im Großen und Ganzen ist der Zug hier schon sehr gut besucht. Ist jetzt echt nicht einfach auf die andere Seite gelaufen, sondern... Ja. Oh, so ein Schnarchsäcke, ey. Genau, ich wäre nämlich auch quasi hier lang gefahren und dann da runter. Und dann von dort aus mit der Bahn. Mit der Straßenbahn. Oh nein, da oben ist ein Gebäude. So, einmal in den Tunnel. Hier fährt er auch relativ... Guck mal, da haben wir einen schönen... Warte mal, kann ich mal ganz kurz... Das ist aber schön. Ja, mal gucken. Ob er daraus vielleicht, bei Jörg schon daraus vielleicht ein schönes Thumbnail macht. Mal schauen. Da müsst ihr ein bisschen cutten, weil, ja, mal gucken. Wir haben ihn ja noch am Wickel, ne? Den habe ich auch nochmal weitergefahren. Alter, unser ÖPNV ist schon sehr langsam, gell? Geht. Gut, du kommst halt einfach... Es ist halt einfach schwierig, wirklich von jedem Punkt an jeden Punkt. Da musst du einfach irgendwo umsteigen. Es und geht. Also es ist schneller als die U-Bahn auf jeden Fall. Alter, let's go.
Ich bin begeistert von dieser Zugstrecke. Ja, und hier wäre ich nämlich ausgestiegen, ja, an diesem, an unserem schönen, coolen, macht ihr hier so langsam? Achso, ich hab gesagt, er soll hier so langsam fahren, gell? Mhm. Ja, dann checkt ihr nämlich hier aus, an diesem, da wo auch nicht nur er aussteigt, wie man sieht. Genau, da wäre ich nämlich ausgestiegen. Worauf wartet er? Ist er dumm? What the fuck? Da okay. Dann ist ja alles gut. Ich will nicht wissen, wo er ist. Er wird jetzt auf die Straßenbahn warten wahrscheinlich. Ja, er fährt jetzt zwei Runden extra mit der Straße. Ja, ja, klar. Hat ihm so gefallen. Ach, er fährt mit dieser Linie hier. Okay, die ist gerade weg. Eben. So ist wie die andere, super, die gerade weg war. Und dann hat er einfach die genommen, die eine Rundfahrt macht. Ja, genau. Da fährt sie gerade weg, die gelbe. Ach, guck mal, da kommt nochmal eine gelbe. Wir haben echt einen guten Takt hier, gell? Also über unseren ÖPNV brauchst du dich echt nicht beschweren, gell? Nein, nicht Travi, Tidy. Finde ich nicht. Das ist interessant, boah, oder findest du es auch Robbie einigermaßen quasi spannend? Der heißt Robby. Bin ich der Einzige, der es gerade ein bisschen spannend ja, findet? Ich find's cool. Die Leute, die hier rüberlaufen. Die Leute. Alter, Latz. Ja, easy. Zack, was mit dem Auflieger. Gut, hier ist auch ein bisschen sinnlos, gell? Nö. Gute Haltestelle. Das ist wirklich. Aber hier, guck mal, der geht ja auch ganz schön ab hier von Geschwindigkeit her. Jo. Sag nicht, er steigt noch im Bus um. Das hätte mir jetzt auch noch freuen. Da hätten ja alle, hätten wir echt noch viel genutzt hier an ÖPNV. Ja, läuft jetzt. Oh, 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 da ist der Bus. Da ist die Bushaltestelle. Es ist ein fauler Sack, gell? Ja. Alter, Latz, jetzt echt ein richtig fauler Sack. Guck mal, kommt schon die nächste Bahn. Guck mal, kommt schon die nächste Straßenbahn. Mit der Bahn gefahren. Ja, der Bus hält da vorne natürlich nochmal kurz. Dann steigt er gleich in den Scania ein. Scania. Preisfrage, mit wie vielen Fahrzeugen ist der dann am Ende gefahren? Gibt auch eine Positiv... Nein, gibt's nicht. Stream vielleicht wieder. Der vielleicht schon war. Mal gucken. So, passen die eigentlich hier rein oder? Ja, guck mal. Ihr könnt ja dann mal sagen, ob die Posikarten angekommen sind. Ja, ob unsere nette Postmitarbeiterin, Die war richtig nett. Ja, die war echt nett. Ich hab selten so eine nette Postmitarbeiterin. Die war echt nett, gell? Gut, die war keine Postmitarbeiterin, die war ja, ja. Ganz normale Tabakwaren, Shopbesitzerin. Ja, aber ich finde das cool nochmal. Es gibt ja auch Kassierer, die meinen. Wie dein Freund zum Beispiel? Nein. Alter, weißt du noch die? Der ist fucking eine Haltestelle mit der. Ja. Josh, weißt du noch, als wir Joghurt-Eis kaufen wollten, die Dame, die uns kassiert hat? Ja. Ja. Ach, guck mal, hier ist die Kathedrale. Ja. Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Okay, das war nun eine Reise im Leben von, wie heißt Tyler der? Tyler Roberts. Tyler alias Roberts. Robby. Roberts. Boah, boah, boah. Boah. Oha minus. Voll die Boa. Guck mal, das ist doch ein Thumbnail, du. Wunderschön. Aber das ist nicht mehr Clickbait, weil wir das ja wirklich gemacht haben, ja, heute, diese Fahrt. Wunderschön. So great. I love it. Oh, so totally great. Also, es wird doch ein Bus lang fahren. Guck so, mal, das wäre jetzt. Jetzt ist aber gut, sonst haben wir wieder so viel Überlänge. Tschüss.